schlägt der Patrick über mir, weil es ist dezent steil für 6. Auch wenn man nicht voll sieht. Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir stehen an der Hohen Kisten und hatten heute die wunderbare Herausforderung, das Kistenkar anzuspuren, und das haben wir gespurt. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir uns da geschlagen haben und dass wir überhaupt gar nichts gesehen haben, nur weiß, dann bleibt es dran. Jetzt kommt hier die Sonne. Guten Morgen. Heute mit dem Patrick von der Alpenschickerei unterwegs, habt ihr aber eh schon im Intro gesehen. Ha. Und wir haben uns gedacht, nachdem es so schön winterlich ist, machen wir mal eine Wintertour. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ah doch, eine. Eine, stimmt. Auf die Alpspitze-Video verlinke ich da oben. Und ja, wir schauen uns heute das Kisten-K.O. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau. Schauen wir mal, das Wetter war weitaus schlechter angesagt, mit jede Menge Sturm. Sturm haben wir jetzt nicht, dafür schneit's. Und ja, schauen wir mal, was da in dem Kistenkar wirklich drinnen liegt. Da sind wir hergekommen, ja, ein wenig Schnee liegt, da steht es angeschrieben, Hohe Kisten. Dann zeigen wir vor dem Patrick den Weg, so schaut das aus. Markiert ist echt wenig, deswegen Obacht geben, wo man da lang läuft. Und heute ist da noch keiner gelaufen, deswegen ist bei uns... Der letzte ist da auf, die Spuren, die gerade gegangen sind, die sind da hoch. Genau, aber wir wollen ja zum Kistenkar dahin drehen. Und ja, so viel Schnee ist nicht, aber man muss schon aufpassen, dass sie nicht verkoffert. Ja, mit Altschneelawinen ist zu rechnen, also nicht, dass die jetzt Obergänger, aber dass Obergänge sind, wo man sich ein bisschen durchwühlen muss. Und ja, bisher geht das eigentlich alles ganz gut. Seit alles ein bisschen zum Obacht geben, eh klar. Ja, bis auf das, dass wir wahrscheinlich keine Sicht haben werden, ist eigentlich ganz cool bisher. Ja, und da geht's so gleich los mit dem Spaß. Fast hüfttief. Spitter Peppi! Irgendwo ist doch hier auch ein Bach. Das beunruhigt mich etwas. Ich glaube, ich gehe um den Bach. Links, links, nicht rein. Ja, da haben wir wieder mal, immer mal wieder ein bisschen Schneewühlerei. Und das halt am Hang, wo man nicht sieht, wo man hier steigt. Aber es geht, glaube ich, besser als gedacht. Ums Eck ging es um für uns, unter der Wand entlang. Mei, es wechselt sich, manchmal 20 cm, manchmal hüfttief. Aber gut zu machen, und da hinten im Nebel, hinter die Bäume, da hat man eigentlich schon das Kistenkar sehen. Und bis dahin, seht es ja für mich immer mal wieder, aber so viel wirklich Spektakuläres außer die Schneewühlerei gab es jetzt bisher nicht. Mir ist ein wenig uncool da, wenig Auflage an der Schulter. Immer die Fulmerei am Berg. Schönes Pulver. Die ersten 2 Stunden sind wir unterwegs. Ha, gemacht haben wir, ich sehe es gar nicht, was haben wir an Höhe gemacht? 650. Genau, 650 sind da bei den Hütten.
Seht ihr, schreibe ich rein, wie es heißt, wenn ich weiß, wie es heißt. Und da haben wir jetzt einen super Unterstand, machen wir jetzt eine kurze Pause. So, da sind wir schon wieder mit dabei, der sauberen Wühlerei. So schaut es aus, haben wir wegen was. Ja, da stehen wir. Da sagen wir, wir haben auch schon zweimal die Höhenmeter gemacht bisher. Und ja, was man jetzt nicht sieht, ist das Kistenkar, also ein Anfang. Das werden wir uns jetzt anschauen, weil vom Schnee her ist dann doch ganz gut was drin. Schauen wir mal, wie das also funktioniert. Und ja, Steigeisen brauchen wir erstmal noch nicht. Schauen wir mal. Bis daher waren wir jetzt 2,5 Stunden unterwegs, reine Gehzeit. Bei immer gleichbleibendem Wetter. Schneefall und wenig Sicht. Ja, also das ist alles jetzt eher nur noch eine Frage der Kraft und nichts anderes. Und vom Schmalz in die Wadeln. Irgendwas mit Wadeln. Boah. Boah. Irgendwo von hinten sind wir hergekommen. Der Patrick steht einfach im weißen Nichts. Jetzt sind wir mittendrin. Da gilt es jetzt doppelt, die Augen offen zu halten und immer wieder die Route zu checken. Weil jetzt ist einfach alles weiß. Und wir werden jetzt vor allem mal checken, was unsere Aufstiegszeit so macht. Also wie schnell wir da unterwegs sind, weil es halt echt brutal ist. Also vom Eissinken etc. Und wir sind noch nicht wirklich jetzt im steilen Gelände. Das ist da irgendwo. Aber wir wollten ja sowas machen bei dem Wetter, weil von nichts kommt nichts, logischerweise. So, auf ca. 1400. Das Gelände wird steiler, auch wenn man es jetzt hier nicht auf dem Video sieht. Naja, wobei es reißt ein bisschen auf, das kann ich ausnutzen, da seht es runter. Und deswegen haben wir jetzt auch einen Helm angezogen, weil Kistenkar ist bekannt auch für den Steinschlag. Und nachdem wir nichts sehen, sehen wir auch nichts kommen, also macht es Sinn, einen Helm aufzuhaben. Und für uns geht es jetzt einfach da weiter, straight nach oben. So anders bleibt der nicht. Nein. Da ist irgendwo ein Elch! Da ist irgendwo ein Elch! So, wir stapfen vor uns hin. Sehen tun wir jetzt auch nicht mehr voll. Die Aufstiegsrouten verschwinden im Nebel bzw. Wolken. Und vor dem Patrick ist alles weiß. Und somit stapft man einfach vor sich hin mit mal festem Untergrund, mal weich. Und schnaufen da mal. Alles geil. Genau, da oben sehe ich. Hat irgendwer da gesagt. Ja, da oben sehe ich Latschen. Nächster Fixpunkt, oder? Ja, genau. Ist ganz schön weit oben. Ja, ja. Ja, von da unten kämen wir her. Und ich glaube, oder ich hoffe mal, dass man es auf dem Video auch sieht, dass man die Aufstiegsrouten auch nur noch so 10 Meter sieht und dann verschwindet das alles im Weiß. Ja, straight nach oben. Es geht einfach weiter. Stopfen, stopfen, stopfen. Hat ein bisschen was Beruhigendes irgendwie.
es nicht so anstrengend war, kannst du das den ganzen Tag machen. Ja. Eine riesen Plagerei. Da ist ja der Mountainclimber jetzt. Endlich. Mann, hoher See. Das ist ja übertrifft, schau das mal an. Jetzt könnte es dann sein, dass es gleich vorbei ist. Oh genau, jetzt sind wir 3 Stunden 44 so in den Draht unterwegs. Sind bei irgendeinem Stor. Das sieht man auch beim Patrick. Überhaupt vom Patrick kann man ein bisschen was erahnen. Dass das sauber steil ist. Und da drüben auch. Und sonst, muss ich aufpassen, dass du mich nicht schmeißt, sieht man halt einfach nichts. Was Panorama. Genau. So, wir sind fast auf 1600. Patrick steigt wieder vor. Und jetzt wird es halt echt wirklich brutal. Kann man mal schauen, wie lange der Patrick vorsteigt, dass ich ihn dann nicht mehr sehe. Seht ihr, man sieht nichts. Wir werden jetzt erst einmal was essen und dann schauen wir uns die letzten 200 Höhenmeter an. Von hinten ging es jetzt durch Pulver, Hüfttiefe um mich und jetzt werden wir, hoppala, seht ihr, Patrick über mir, den direkten steilen Weg nehmen. Also ist schon brutal. Aktuelle Höhe ist irgendwie noch nicht 1700, sondern irgendwas 1680. Und ja, dem Stor vorm Patrick, den visieren wir jetzt mal an. Stor! Ja, voll der blöde Stor. Du hast schon so eine Kante und die geht so. Fiese Dieb. So, der Patrick wieder vor mir, nachdem ich jetzt vorher kurz gespurt habe. Patrick wieder am Spuren. Im wahrscheinlich steilsten Stück vom Kistenkar, abgesehen vom Ausstieg. Und ja, mei. Ohne voll Buckelei und Rumkreierei kommt man da jetzt nicht so weit, nicht so ohne weiteres auf. Da wird ordentlich geschnauft. Boah. Und ja, günstige Stelle zum Fulmer. Weil es ist dezent steil für 6. Auch wenn man nicht voll sieht, das ist, ich zeig mal, wie es vorne ausschaut. Es geht jetzt da um mich und da ist dann eigentlich die einzige Stelle zum Rausklettern. Oh. Den da? Nee, nicht den da, sondern den rechten. Den kleiner großen. Ja. Mach ich, oder? Den da, oder? Hier, krass, straight. Den hinteren. Ja, genau. Gut, oder? Schaut ganz gut aus, oder? Und weiter geht's. Stapfen, stapfen, stapfen. Wäre es nicht so anstrengend, wäre es so ultra meditativ. Jetzt habe ich mal einen Blick zurück. Man sieht nichts. Aber ich kann eins sagen, es ist steil. Meine Wadel sagt, es ist steil.
So, wir haben jetzt nochmal Pausen gemacht. Hinter uns darf es eigentlich wunderbar ins Kistenkar sehen. Man sieht nichts. Das Einzige, was uns ein bisschen Freude bereitet, ist das hinterm Patrick, dass da ein Wandel ist, das was wir sehen. Das was dann auch andeutet, was hier eigentlich so um uns herum abgeht. Eine Hand in die Berg. Genau, vor uns auch. Und wir kreien jetzt da nochmal auf. Da oben, also 50 Meter vor uns, ist dann dieses Ausstiegswandel eigentlich schon. Dafür nehmen wir jetzt auch einen Pickel für das letzte Stück. Schauen wir mal, Steigeisen braucht es noch nicht. Schauen wir uns da hinten nochmal an. Wir müssen wirklich straight, oder? Ja. Einfach geradeaus. Ja, geradeaus. Was logisch anders ging. Da ist ein Bantel da drüben. Könnten auch aufs Bantel gehen. Neue Linie, oder was? Ja. So, kurz unterhalb vom Wandel. Kann gar nicht mehr sagen, wie lang, weil die Uhr ist aus, super. Irgendwas 4 Stunden und ein paar zerquetschte. Und ja, jetzt geht es bloß noch dabei, den Wandel auszukommen. Jetzt mache ich erst mal Platz hier. Kommt jetzt wahrscheinlich eine Menge Schnee runter. Merkt ihr mal die Leiste? Ja. Weil das ist der entscheidende Tritt, weil sonst muss ich wieder runter, wenn du nicht hochkommst. Oh fuck, aber ich habe hier überhaupt gar keinen Grip. Ich habe hier überhaupt gar keinen Grip. Na? Manns! So, da ging es jetzt ein wenig ausgesetzt um den Pulver. So halblustig. Seht ihr, der Patrick steigt weiter vor. Und da drüben, wo die Latschen ist, haben wir es dann eigentlich geschafft. Die große Preisfrage ist, wie das da wieder runter geht. Aber die stellen wir uns nachher. Zacke Zement. Oh Mann. Da schreit er schon. Da leicht was. Ja,
Jawohl. Jawohl. Scheiß mich an. Scheiß mich an, ist das geil. Geiles Wetter gehabt im Loch jetzt, oder? Ja, top. Es hat ja mal geregnet, oder? Die ganze Trockenheit hier. Ja, dringend notwendig. Ja. Schön was. Schneewühlen vom Feinsten. Das Haar ist jetzt gespürt. Ja, genau. Top. Wir erwarten auch feindliche Spieltruppe aus der Richtung. Naja, ah ja, wir haben keinen gesehen. Nee. Überholt haben wir keinen. Keine Verfolger. Ja, haben wir uns eh gedacht, dass die noch auf sich warten lassen. Noch gute Zeit. Ja, alles Gute, gell? Danke. So, das letzte Stück aber jetzt noch mal ein bisschen zum Arsch zusammenkneifen tatsächlich. Weil so beim Face, oh, gar nicht so lustig, aber jetzt haben wir es geschafft. Letzten Meter. So, hinter dem Patrick sieht die Aufstiegsrouten. Finaler Gipfelanstieg, die Schneisen noch hoch und dann sollte man am Gipfelkreuz stehen. Brutal, die Wadl, die sprengt jetzt dann gleich mal Hosen. Seht ihr, das letzte Gipfelstück oder Anstieg, da möchte ich es auch noch mal sauber wissen. Ich habe schon ganz optimistisch die Handschuhe ausgezogen, jetzt müssen wir es doch noch mal anziehen. Das letzte Stück ist nochmal brutal. Seht ihr, was da für Leher drin sind? Was da für Leher reintritt. Ja. Aber den wollen wir jetzt. Oh. Jawohl! Ah. Ah. Yes! Ja, der Weg daher, sehen tut mir nichts, aber wir sind brutal stolz. Das war jetzt echt muskulär und mental brutal. Top-Level war das. Also Kistenkar ist gespurt. Wahrscheinlich, wenn du das Video siehst, ist das eh schon wieder über eine Woche her. Und wir freuen uns. Hochgebraucht, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal fragen. Was die Uhrzeit sagt, dann. Oh, die lügt. Die lügt, ja. Dann müssen wir, ich schreibe sie immer korrekt unten rein, da wisst ihr schon mal Bescheid. Gibt es noch ein Panorama, wo man nichts sieht. Jetzt einen Zirbenschnaps jetzt am Gipfel. Einen guten Pit Defender. Ja, keine Pit Werbung, gell? Wir sind keine. So. Der Keil. Der Keil, Patrick. So, so gut. Vom Feinsten. Feinste Zirben. Grüße an die Miri, Allgäu Brennerei, heißer Tipp. Zirbenschnaps, ja, ist auch nicht zu verachten. Ne? Genau, Chorwerbung. So, kurz war die Sonne zu sehen. Wir machen eine Pause und dann geht es über den Normalweg runter. So, leider hat es nicht ganz aufgerissen. Pause nochmal gemacht, Gipfelschnaps hat es gegeben. Und jetzt gehen wir runter und gehen auch über den Normalweg runter. Da werde ich vielleicht noch ein, zwei Mal filmen und dann sehen wir uns zum Auto zur Zusammenfassung. So, wir gehen dann praktisch über die Forststraße runter. Und nachdem die Bundeswehr hier trainiert, ist das auch alles eine Autobahn. Schaut so aus. Schaut es euch an, es hat gerade ein wenig aufgerissen. Es ist heute wirklich derselbe Tag wie gerade eben vorhin, ne? Ja, genau. Gut, die hohen Kisten da hinten sind Dings drin und um uns herum sind lauter Bundeswehrler. Also, die sind safe. Die sind safe, ja, aber schon schön da. So, finally sind wir am Parkplatz zurück. Ein Riesenhascher. Ich zeig's dir mal auf der Karte daneben an. Brutal. So, Resümee zur Tour. So, ja, habt ihr gesehen, im Kistenkar hat man nichts gesehen. Dafür war es steil. Dafür war voll Schnee. Ja, brutal zum Wühlen. Ja. Also, muss ich sagen, von der konditionellen Leistung war das jetzt, glaube ich, eine der grantigsten Touren, die ich gemacht habe. Also, das war schon zart da hoch.
Und ja, dafür ist jetzt angespurt. Das haben wir gemacht. Gescheit angespurt. Gescheit angespurt. Und ja, mal hinten über die Vorstraße runter habe ich jetzt gar nichts mehr gefunden, weil das ja der Vorstraße ist. War bloß ein Hatscher. Da stand dann irgendwas von 12 Kilometer, da habe ich noch gelacht, aber es sind halt einfach auch echt 12 Kilometer. Naja, wollte man nicht glauben, ist so. Naja, was gibt es zur Tour, so allgemein zu sagen, wenn man so Touren macht, dann schaut es auf die Ausrüstung, dass entsprechende Ausrüstung mit dabei ist. Steigeisen haben wir halt nicht gebracht. Waren dabei, hätten wir vielleicht, wer weiß, so oben die Kletterstelle, wenn da Eis gewesen wäre, hätten wir es gebraucht. Genau. Zwingend, aber da war nichts vereist, da war nur Schnee drauf gelegen, jede Menge. Und sonst... Genau, und sonst halt bei der Sicht, die Navigation ist ganz entscheidend. Wir haben das mit GPS heute gemacht. Mhm. Die Geräte haben wir aber auch gelitten, weil im Kistenkar drin anscheinend der Empfang so schlecht ist, das saugt halt ein Akku ohne Ende leer. Ja. Muss man halt schauen. Papierkarten in allen Ehren. Genau, aber sonst, glaube ich, haben wir jetzt alles abgedeckt. Den Rest habt ihr eh gesehen. So, wer wie immer bisher durchgehalten hat, da unten abonnieren drücken oder da, ich weiß nicht, ich glaube da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Da oben blende ich euch jetzt nochmal ein Video ein. Schaut euch das an und viel Spaß und wir fahren jetzt zusammen. Servus, peace out. Servus.